Dammi tre parole, sole, mare, amo. Buongiorno, Schillati. Es ist Zeit für Urlaub, auch für mich. Wenn dieses Video erscheint, bin ich in Italien und werde ich zusammen mit Mr. Cameraman unzählige Aperitivo genießen. Und dann habe ich mir gedacht, für die, die das nicht können oder wissen, was ein Aperitivo ist, machen wir jetzt eine Serie von Videos über diese super schön italienische Gepflogenheit. Heute fangen wir an. Ich erkläre euch, was das Konzept Aperitivo ist. Und während ich das mache, weil wir immer noch ein Kochkanal ist, machen wir ein super einfaches Fingerfood und ein paar Cocktails dazu. Also Intro und Welcome to Aperitivo Italiano. Aperitivo besteht auf drei Komponenten: Alkohol, was zum Essen und schöne Gesellschaft. Wir fangen jetzt an. Ich erkläre euch, wie diese Fingerfood geht. Es ist super easy. Und wenn ich das mache, erkläre ich euch, was ein Aperitivo ist. Also das ist ein Blätterteig, aufgetaucht. Wir haben hier ein Eigelb, Salz und das hier ist so eine Salatverfeinerung, Mischung, benutzt mal die Nüsse oder Kerne, was ihr zu Hause habt. Erstmal schmieren wir diesen schönen Blätterteig. Ihr könnt auch zwei machen auf einen. Während im Backofen auf 200 schon warm gemacht wird, 200 Grad. Und dann wir schneiden sie in kleine Quadrätchen. Etwas Salz und dann die Kerne. So, ein Aperitivo ist ein gesellschaftlicher Moment, was vor dem Mittag- oder Abendessen stattfindet. Sagen wir so, in der Woche ist mehr eine Abendveranstaltung, am Wochenende auch vor dem Mittagessen. Und Leute treffen sie sich, trinken etwas, ein leichtes Cocktail. Das Ziel des Aperitifs ist nicht, sich zu betrinken, sondern Appetit zu haben auf den folgenden Mahlzeit. Und zusammen mit den Getränken wird immer, immer, immer Fingerfood serviert. Man kann ein Aperitif außerhalb des Hauses, in eine Bar, da wo man frühstückt und Kaffee und Cappuccino auch trinkt. Oder eben auch zu Hause, besonders am Wochenende oder wenn man Gäste hat. Und das ist sozusagen der Moment, wo das Essen noch nicht fertig ist, die Gäste fangen an zu kommen oder der Familienangehörige. Man trinkt mal ein schönes Prosecco zusammen und isst eine Kleinigkeit, deckt den Tisch. Und ein geselliger Moment. Sehr wichtig, Uhrzeit. In Italien trinkt man Aperitivo vor dem Mittagessen ab 11 Uhr. Und wenn ihr in eine Bar geht, wird ihr sehen, aber in gewissen Momenten auf der Tresen kommen ganz viele Teller gefüllt mit alles Mögliches drauf. Das sind eben die Fingerfood für den Aperitivo. Man bestellt ein Getränk, wird am Tisch serviert normalerweise mit ein oder zwei Teller voll mit diesen Sachen. Das können auch Chips, Erdnüsse, Oliven sein, aber normalerweise, außer das, hat man alle möglichen Gebäck oder Pastasalate, alles, was so in Sinn kommt. So, was wir jetzt machen heute, sind diese kleinen Blätterteigchen, ganz einfach im Backofen mit ein paar Kerne. In den nächsten Wochen. Ihr wisst, wir publizieren, und wenn ihr nicht wisst, sage ich es euch, wir publizieren immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Viele weitere Fingerfood-Rezepte, die für jede Aperitivo passen. Das zweite Element, also das erste Element, das Alkohol, es ist wichtig es gibt zwei Regeln. Eine, man betrinkt man sich nicht bei einem Aperitif. Das heißt, das Alkohol ist ein Getränk, was
gegen den Durst ist. Also es kann auch ein gutes gekühltes Bier, sprich nichts dagegen. Traditionell ist natürlich Prosecco und nichts Süßes. Also so ein süßes Cocktail, Fruchtcocktail, passt nicht wirklich dazu. Natürlich der berühmte, im Moment ist ein Aperol Spritz, den machen wir auch gleich. Aber letztendlich jede Bar hat seine eigene Kreation. Öfter gibt es wirklich spezielle Kreationen, was die Barista gemacht hat für den Aperitif. So, meine warme Empfehlung, wenn ihr in Italien seid, macht das. Gibt so viele Aperitivo trinken, wie ihr könnt. Aber es ist wirklich auch eine schöne Gewohnheit zu haben, zu Hause, vielleicht am Wochenende, wenn ihr ein bisschen ausschalten wollt, mit eurem Mr. Cameraman oder wenn ihr Gäste habt oder Freunde und Familie. Es ist sehr, sehr schön, ein sehr geselliger Moment, wo man wirklich auch runterkommt von dem Alltag. This being said, wir sind auch schon fertig hier. Wie ihr seht, ich habe nur mit dem Eigelbsalz bestrichen, ein paar Nüsschen und ab im Backofen 5 bis 7 Minuten. Wenn die ganz hochgekommen sind und goldgelbbraun, sind die fertig. Während unser Fingerfood von sich hin schön braun wird, machen wir 2 typische Cocktails für den Aperitif. Eine ist der weltberühmte Aperol Spritz, der aber, ehrlich, kommt aus Padova in der Nähe von Venedig. Und vor 20 Jahren, als ich jung war, wurde auch nur dort getrunken. Es war nie so ausgebreitet wie jetzt, aber ich freue mich, dass die ganze Welt das jetzt kennt. Also, wir nehmen natürlich Aperol oder Campari. Das ist einfach Geschmackssache. Mr. Cameron und ich, wir mögen Aperol. Einen guten Schuss. Dann, vielleicht auch früher, Eis. Es ist Sommer, schön viel Eis. Und dann braucht ihr natürlich Prosecco. Sprudelwasser. Wie gesagt, das soll nicht super alkoholisch sein. Ein Aperitif. Und als Deko kann natürlich eine schöne Orange nicht fehlen. Und schon ist eure Aperol Spritz fertig. Natürlich ohne Strohhalme. Wir sind letztendlich alle Erwachsene, keiner braucht wirklich Strohhalme. Den zweite ist eine Variation. Und anstatt Aperol Spritz nennt man Limoncello. Man kann das auch wirklich auch in deutschen Supermärkten finden oder in italienische Feinkost. Jetzt. Gut, dann machen wir so. Occhio. Ein bisschen weniger, weil der ist, hat mehr Prozente. Und dann wieder unser schönes Prosecco. Sprudelwasser. Hier werde ich nur weniger Eis drin tun, weil. Was ich noch dazu tue, sind TK-Himbeeren, die sowohl Geschmack geben, aber auch natürlich, dass die TK sind, das Ganze abkühlen. Und als Deko oder einfach so drin ein paar Minzblätter. Und das ist unsere zweite schöne Aperitivo-Getränk. Und jetzt, ich schaue kurz auf den Backofen, aber das Fingerfood ist fast fertig. Ich hole es raus und dann ist es Aperitivo-Zeit.
Schilati, das ist unser schönes Fingerfood. Ganz knusprig. Und jetzt ist Zeit für mich und Mr. Cameraman, das hier zu trinken und unser schönes Feierabend-Aperitivo zu machen. Wenn ihr Interesse habt an diesem Thema und an weitere italienische Rezepte, nicht vergessen, abonnieren, liken, Glöckchen und macht euch schöne Urlaub zu Hause, in Ausland, in Deutschland, wo immer ihr seid. Schönen Sommer.